Willkommen zurück zu Final Fantasy VIII Remastered. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Checkt auch bitte die Links in der Videobeschreibung einmal zu meinem Twitter-Account, da poste ich jeden Tag, wann und wenn mein Livestream online geht. Und einen Link zu meinem Livestream, denn ich streame mittlerweile täglich ab 18 Uhr. Und ihr seid natürlich recht herzlich dazu eingeladen, da mal einzuschalten. So, wir sind jetzt bei Artemisias Schloss. Wir sind direkt am Ende des Spiels. Wir könnten es rucki-zucki beenden in der Theorie. Machen wir allerdings nicht, denn wir machen was ganz anderes. Wir machen erstmal das hier. Das habe ich natürlich unnötig geheilt an der Stelle, aber ist ja kein Problem. Denn mein Plan ist es, Artemisias Schloss nämlich komplett abzuschließen mit allem, was da eben auf uns wartet. Denke mal, es sieht alles ganz okay aus. Damit müssten wir das doch alles hinkriegen. So, noch einmal saven. Ja, verdammt. Und dann gehen wir rein. Und dann geht's schon los. Noch ein Drawpunkt, können wir uns mal kurz abchecken. Flair brauchen wir nicht. Seid ihr alle okay? Das ist also das feindliche Schloss. Wir sind also wirklich da. Ein unheimlicher Ort. Wohnt sie wirklich hier? Ganz bestimmt. Der Feind, den wir besiegen müssen. Die Hexe aus der Zukunft. Dass wir alle noch da sind, beweist, dass die Zeit unsere Existenz noch duldet. Was machen wir nun, Squall? Wir teilen uns in zwei Gruppen auf. Habe ich. Na, los geht's. Die Musik ist ein bisschen laut. Also ich hoffe, für euch geht's. Also für mich ist es gerade ein bisschen extrem, aber ich werde es überleben. Ich hoffe, drin ist ein anderer Sound, weil das ist, werden wir uns auf Dauer nicht so hart geben. Okay, es bleibt. Gut. Durch die Untertanen der Hexe Artemisia wurden einige Abilities versiegelt. Ja. Versiegelt wurden Item, Zauber, GF, Draw, Befehlsabilities, Spezialtechniken, jegliche Belebung und Speichern. Innerhalb dieses Gebäudes bleiben diese Abilities versiegelt. Genau. Draußen funktioniert alles normal, also nicht so schlimm. So, die grünen Kreise gibt es hier auch. Die erklären wir dann, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Ich muss gerade mal schauen, ob hier noch, genau, der Gegner 0% passt. Ja, sollte alles passen. Im Idealfall. Gut, wir beginnen direkt. Wir laufen einfach mal hoch. Haben nämlich schon mal den ersten Boss-Gegner. Es gibt mehrere Bosse, ich glaube es sind, das habe ich nicht mitgezählt, 8. Also genauso viele Siegel, wie es eben gibt, gibt es hier auch Bosse. Und jedes Mal, wenn wir einen Boss besiegt haben, können wir ein Siegel brechen. Das dürfte es gewesen sein eigentlich, oder? Oder geht erstmal die Maske? Das war's, okay. Das ist natürlich die Frage, was wir uns nehmen. Da würde ich sagen, nehmt euch immer das, was ihr, wo ihr denkt, so das braucht ihr noch. Ja, oder das braucht ihr, um eben gut zu spielen. Das Siegel nehmt ihr eben. Für die Leute, die hier und da eine GF verpasst haben sollten im Spiel. Die können oder die sollten Draw nehmen. Ich werde auch Draw nehmen an der Stelle. Hat aber nur damit zu tun, weil ich noch vielleicht den ein oder anderen Zauber mir stibitzen will vom Gegner. Und dementsprechend schnappe ich mir Draw zuerst. Auch super gemacht, wie die Liste hier nicht geremastert ist. Sieht sehr schäbig aus. Es sind tatsächlich 8, okay. Das erste Siegel können wir nehmen. Wie gesagt, ich nehme Draw. Denn ihr könnt nämlich bei jedem der Bosse, die jetzt kommen,
könnt ihr nämlich GFs, die ihr damals verpasst haben solltet, also Leviathan, oh Gott, Siren, Pandemona und noch ein paar andere, die könnt ihr hier nochmal drawn bei den Bossen. Nur zur Information. Ja, soll ich echt mit Draw anfangen? Ansonsten schnappe ich mir Item. Ja, oder Zauber direkt. Ich weiß gar nicht, ob ich Draw brauche. Ich könnte mit Zauber, GF und Spezialtechniken anfangen. Das sind, glaube ich, die drei, die die besten sind für mich. Also Zauber, Spezialtechniken und GF. Wahrscheinlich so die Reihenfolge. Ich weiß nicht, Draw kann ich als viertes nehmen. Ich glaube, das ist dann immer noch gut. Also soll ich echt mit Zauber anfangen? Also ja, zum Heilen und alles. Ja, wir fangen mit dem Zauber. Eigentlich Draw, aber ich nehme Zauber. Draw nehme ich als viertes. Das ist in Ordnung. So, wir gehen weiter. Hier auf den Kronleuchter, der stürzt ein. Und hat diese Falltür. Für uns einmal gehittet. Bedeutet, wir können diese nun öffnen. Tada, die bringt uns nämlich nach unten in den Weinkeller. Und dort haben wir den nächsten Boss. Ach, wir haben kein Draw. Naja gut, ist ja auch nicht schlimm. Ja, und da haben wir Boss Nummer 2. Triple Klinge, glaube ich, heißt der. Den werden wir auch mal kurz weghauen. Ja, wir haben keine Elementarangriffe. Ach, okay. Er konnte trotzdem, weil wir eben kein Element drin haben. Ist nicht schlimm, aber ihr seht, auch erledigt. Gut. Dann hätten wir das. Also, Zauber haben wir uns geschnappt. Soll ich jetzt echt Spezialtechniken nehmen? Ja, ich brauche. Dann haben wir uns Spezialtechniken und danach GF. So, hier unten können wir jetzt nichts mehr machen. Hier gibt es auch gar nichts mehr zu tun. Hier war echt nur ein Gegner mit dem Siegel. Wir gehen wieder zurück zur Eingangshalle, indem wir jetzt hier links durch die Tür. Glaube ich zumindest. Ich werde mich hier bestimmt tausendmal verlaufen. Wir werden viele der Wege häufiger sehen. So, Treppe wieder nach oben. Dann rechts lang. Denn wir suchen jetzt die Galerie auf. Sollte hier sein. In der Tat, okay. Puh. Was wir zu machen haben, wir haben hier dieses große Bild. Und wir suchen letztendlich die Übersetzung des Bildes. Der Titel ist durch Korrosion nicht lesbar. Bedeutet, wir müssen jetzt an jedes Bild, beziehungsweise bis wir die drei richtigen haben. Ich weiß nicht, wo die drei richtigen sind, deswegen, ja, einfach an jedes Bild gehen. Auch falsch. Ah, nice. Das ist eins der Wörter, die wir brauchen. Ich glaube, das waren hier unten alle. Hier oben ist dann auch, glaube ich, ein Drawpunkt irgendwo noch. Wir fangen erstmal von ganz links an. Also eins der Wörter haben wir bereits. Nope.
Alles klar, immer noch nicht. Wow, okay. Da ist auch ein Bild. Das wird wahrscheinlich das hier sein, oder? Ja, gut, brauche ich sowieso nicht. Nice, das brauchen wir. Es fehlt nur noch Vividarium, heißt es, glaube ich. Oder war das das erste, das so hieß, was wir gerade hatten? Moment, wir sehen es ja gleich. Ja, Vividarium. Okay, wir haben alle. Deswegen glaube ich nicht, dass ich jetzt noch die anderen Bilder brauche. Ich weiß gar nicht, ob jetzt überhaupt noch großartig Bilder gekommen wären. So, dann brauchen wir nämlich die Übersetzung. Das ist nämlich... Ja, der Titel des Gemäldes ist... Vividarium. Intervigilum. Und Viator. In der Theorie. Ich hoffe, ich mache es richtig. Der Bote, der im Garten schläft. Und dadurch kommen wir zum nächsten Boss. Sehr gut, Boss Nummer 3. So, wir haben jetzt Zauber und Spezialtechnik, ne? Das schnappe ich mir danach. GF habe ich gesagt, ne? So, und da wir Zauber und Spezialtechniken haben, können wir jetzt eigentlich Aura und dann Multi auf Squall. Ist kein Muss, ne? Also wir würden die Gegner wahrscheinlich auch so ziemlich gut besiegen. Aber warum sollen wir uns es nicht noch einfacher machen? Ich brauche auf jeden Fall Draw. Ich muss noch irgendwie... Oh shit, nur 5 Hits. Muss ich noch irgendwie an Aura drankommen. Ich glaube, dass keiner von denen Aura hatte. So, GF wollte ich als nächstes. So, okay. Wir haben diesen Raum gemacht. Okay. Einmal hier lang. Ah, hier sind wir, okay. Mal nach unten in den Keller oder Kerker. So, hier können wir noch nichts machen. Also laufen wir einfach weiter. So, Tür geht zu. Wir schnappen uns den Kerkerschlüssel. Der nächste Boss erscheint. Ich glaube, man kann bei ihm, wenn ich nicht ganz falsch liege, Doomtrain benutzen und dann ist er dadurch relativ einfach. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es versuchen, weil GF haben wir bekommen jetzt. Oder uns geschnappt. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht drücken. Das ist jetzt einfach nur, damit ich irgendwas zu tun habe jetzt noch. Doomtrain macht nämlich, wenn ich nicht ganz falsch liege, möglichst alle Negativ-Zustandsveränderungen. Plus, glaube ich, haut noch die Abwehr runter und alles. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Doomtrain ist schon gut. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich da auch komplett irren und vielleicht war das jetzt auch der Boss, wo man es nicht macht. Aber wir haben ja immer noch unser Multi.
Aber ihr seht, wir machen guten Schaden. Also war das wohl nicht die falscheste Entscheidung. Ja, weil das Vieh hat nämlich übertriebene physische Abwehr. Und es hätte jetzt extrem lang gedauert, bis wir da durchgekommen wären. Und mit Doomtrain ist das Ganze sehr, sehr einfach. Was nehmen wir uns als nächstes? Die F habe ich. Draw wird das nächste sein. Und danach wahrscheinlich speichern. Aber speichern kann ich als letztes. Ich kann ja immer wieder hier rauslaufen. Wahrscheinlich Wiederbelebung. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Nehmen wir uns Draw. So, den Schlüssel hier haben wir uns genommen. Okay. Als nächstes. Ah, okay. Jetzt kommt die Szene mit leichtes Team und schweres Team. So, und zwar haben wir nämlich zwei Teams, ne? Wir haben jetzt zum Beispiel gerade das schwere Team, weil wir zwei Jungs drin haben. Also ich glaube, zwei Jungs ist immer automatisch ein schweres Team. Das heißt, wir haben das schwere Team und wechseln jetzt das Team auf unser in Anführungsstrichen leichtes Team. Jetzt muss ich hier natürlich auch einmal zumindest das machen, damit wir Gegner 0% drin haben, weil mehr benötige ich nicht. So, dann hier haben wir jetzt eine kleine Mechanik, die ziemlich cool ist, muss man sagen. Wir laufen hier nach links. Einmal runter. Zack. Stellen uns hier in den Aufzug, in den linken. Achso, okay. Wir sind noch nicht so weit. In den linken Aufzug. Wechseln wir das Team. Wechseln wieder. So. Und müssen jetzt in der Theorie hier lang, denn wir müssen jetzt auf die andere Seite kommen. Und zwar, also denselben Raum suchen wir jetzt. Allerdings nur von oben. Damit wir uns in den anderen Aufzug stellen. Und da wir schwerer sind, genau, sollten wir die eigentlich jetzt nach oben. Ja. Nach oben drücken. Dadurch wechseln wir wieder das Team. Werden jetzt aber alles wechseln. Ich mach's aber jetzt so. Damit ich das besser im Kopf habe. Schleusenschlüssel. Ah, ich dachte, hier kommt ein Boss. Okay, dann war das jetzt ein Fehler von mir. Ah, okay. So. Jetzt werden wir. Achso, ich muss das Team wechseln, weil hier passiert ja nichts. Wir haben ja das leichte Team. Wechseln einmal das Team. Jetzt kommen die runter. So. Okay, wir laufen jetzt einmal nach draußen. Dann kann ich auch einmal kurz speichern. Wenn es gut ist, wenn wir raus und reinlaufen, dann resettet es nämlich. Ups. Bedeutet, unsere beiden Teams sind dann wieder in der Eingangshalle. Und das ist das, was wir jetzt brauchen. Denn jetzt gibt es nämlich noch eine Mechanik im Teamwechsel.
Wir laufen raus, speichern kurz. Gehen dann wieder rein. Ah, hier steht halt auch einfach im Weg, ne? So, wir safen einmal. Ich nehme aber einen anderen Spielstand. Für den Fall, man weiß ja nie. Gut, laufen jetzt wieder rein. Dann wechseln wir jetzt auf ein unnötiges Team, sprich auf die anderen drei, die da jetzt stehen. Auf die wird jetzt einmal geswitcht. Teamwechsel. Auch hier wieder das hier. Dann lassen wir uns jetzt wieder mit dem Kronleuchter runterfallen. Wenn wir unten angekommen sind, da haben wir vielleicht der eine oder andere gesehen, hatten wir rechts auch einen grünen Kreis. Rechts von der Bodenluke. Genau, da müssen wir die jetzt nämlich hinstellen. Denn wenn sie nämlich da stehen, wird der Hebel umgelegt. Der bleibt aber, glaube ich, auch nur so lange, die hier stehen. Dementsprechend wechseln wir jetzt wieder das Team. Dürfen wir jetzt wieder uns hier rum kümmern. Genauso wie hier rum. Sehr gut. Denn jetzt, da der Hebel umgelegt wurde, bleibt der Kronleuchter nämlich oben. Somit können wir hier jetzt rüberlaufen und erreichen den nächsten Boss. Boss Nummer, weiß gar nicht, 5? Da haben wir ihn. Meteor. Oh. Hier kann man jetzt theoretisch Doomtrain, glaube ich, auch wieder verwenden. Ansonsten haben wir, glaube ich, einen Melton. Schauen wir erstmal, was hat er? Hat Holy. Holy ist nochmal ziemlich nett. Ich glaube, das können wir uns hier nochmal nehmen. Er macht Damage, dann müssen wir extrem aufpassen. Ach, okay, er kontert auch, wenn wir drawn. Macht halt 1000 Damage, ne? Okay, sollten wir schaffen. Wir werden jetzt gleich einmal heilen und dann nochmal weitermachen. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Also ich würde jetzt bei ihm Doomtrain benutzen. Einmal. Danach auch Melton. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen und dann auch auf Squall und mit Squall wieder sein Limit, also alles. Wie gewohnt, würde ich mal behaupten. Boah, muss auf jeden Fall noch gucken, wie ich noch an Aura komme. Ich habe definitiv zu wenig Aura-Zauber. Würde ich zumindest behaupten. Ansonsten könnte ich schauen, vielleicht habe ich noch den einen oder anderen Aura-Stein, den ich wandeln kann. Das machen wir dann aber auch bei Gelegenheit.
Sehr gut. Squall ist fertig. Bisschen riskant. So. Fehlt nicht mehr so viel bei den beiden. Nur noch Renoir. Sehr gut. Alle haben. Wie gesagt, wir probieren Doomtrain und dann eben mit Melton. Habe ich Melton bei jedem eigentlich? Da ist Melton. Mal schauen, ob Melton allein reicht. Hat es auf jeden Fall funktioniert, so wie es aussieht. Ja, konnte das. Sie lebt noch. Jetzt machen wir mal Multi. Sollte an sich reichen. Wenn Melton durchgegangen ist, ist durchgegangen. Ja gut, dann haben wir den. Ah, er macht nochmal Ultima. Shit. Ja, wobei ist nicht schlimm, wir haben ja Doomtrain drin. Das heißt, Xel ist auf jeden Fall der überlebt. Im schlimmsten Fall habe ich ganz vergessen, dass er das noch macht als finale Attacke. Ja. Okay. Er hätte nochmal ins Auge gehen können. Aber ist nicht. Zum Glück nicht schlimm ausgegangen. Habe ich voll vergessen, dass er das noch macht. So Kleinigkeiten, die man nicht vergessen sollte. Ich überlege gerade, ich würde Belebung nehmen. Was wären denn Befehlsabilities? Ach, das sind die anderen. Ja, habe ich ja nicht mehr drin, deswegen brauche ich die gar nicht. Kann ich als letztes nehmen. Ach, Item habe ich auch noch. Hm. Ach, halt, Befehlsabilities sind noch die. Ja, ich muss sowieso nochmal raus jetzt. Wir nehmen jegliche Wiederbelebung. An der Stelle. So, dürfen wir jetzt nämlich wieder das Gebäude verlassen, damit die Teams sich wieder resetten. Können wir uns dabei dann nochmal heilen. Zelt. Mal speichern. So, jetzt einmal will ich kurz was schauen noch, weil wir haben Elementabwehr 4 bekommen. Einfach mal schauen, ob jeder. Ne, Renoir zum Beispiel hat kein Elementabwehr 4. Squall hat. Und Xel hat. Nice. Da ist irgendeine GF, die auf Renoir drauf ist. Ich glaube, Alfred war es. Ja, geben wir Elementabwehr 4.
Ach, bei ihr war das ja das Problem damit, ne? Das hat sich anders gelöst. Genau, Triple habe ich dann da reingemacht und drüben habe ich Hast reingemacht. Ich glaube, irgendwie so war es, ne? Da haben wir Triple. Und da hatte ich Hast. Genau, das kommt raus. Haben wir mit Holy jetzt noch irgendwas gemacht? Ja, Holy ist auch noch ein bisschen vertreten. Dementsprechend machen wir hier das auch mal. Werden aber manuell das rausmachen. Das gleiche nochmal bei Xel. Zack. Okay. Save noch einmal, dann muss ich es nicht mal machen. Wunderbar. Jetzt gehen wir nämlich rein wieder. Logischerweise. Okay, so viel haben wir nicht mehr. Wieder Kronleuchter-Action. Das heißt, wir lassen uns laufen jetzt wieder nach oben. Lassen uns runterfallen und werden dann durch die Tür gehen hinten dran. Ja, komm. So, wir suchen jetzt nämlich einmal den... Ups. Brunnen ab. Ja, Schatzkammerschlüssel, den brauchen wir einmal. Jetzt habe ich den Draw vergessen. Und Aura habe ich auch vergessen. Da war noch ein Drawpunkt. Alles in Ordnung. So, jetzt muss man hier... Ja, langsam gehen. Damit wir da an den Schlüssel rankommen. Waffenkammerschlüssel. So. Muss ich mal schauen, wo müssen wir jetzt hin? Ah, okay. Wieder zurück. So. Du bist uninteressant. Was haben wir hier? Anti-Z, okay. Oh, ich hätte echt gern Aura-Draw hier. Das wäre, glaube ich, zu viel verlangt. Gemach. Natürlich. Wir müssen jetzt wieder runter in den Kerker. Dort hatten wir noch gesehen, dass da ja auch Türen waren. Und dafür haben wir jetzt unter anderem die Schlüssel. Wobei einen Schlüssel. Wir haben aber noch einen anderen, den wir auch gleich benutzen werden. Für die Schatzkammer. Ups, voll dagegen gelaufen. So, einmal nach oben. Ich hoffe, ich gehe richtig. Ja, hinten dran war ja die Galerie, ne? Hinter der Galerie war ja dann, ging es zum Kerker. Ja, ich müsste richtig sein. Jawohl. Einmal nach unten. Müssen wir überlegen, was haben wir denn jetzt alles? Eine gute Frage, ne? Ja, wir können sogar beides machen. Wir können einmal das hier. Wir haben ja auch einen Schleusenschlüssel. Genau. Wir müssen da noch aktivieren. Zack, einmal. Ja, weg mit dem Wasser. Waffenkammer. Ja, sehr gut. Ultima, brauchen wir aber nicht. So, hier schauen wir, was wir drawen können und dann hauen wir den auch weg. Nichts allzu interessantes. Ja gut, hier hätte ich wieder mit Aura arbeiten können. Weil das ja auch nur die erste Form ist. Das ist die interessante. Ich glaube, die können wir aber auch so besiegen.
Ja, er kontert jedes Mal. Deswegen, wie gesagt, Aura und Multi wären hier auch wieder nicht verkehrt, um das zu beschleunigen. Aber das war's schon. Krass, okay. Dachte, er hätte ein bisschen mehr. Dann sind wir auch schon bald durch. Krass. Ich überlege gerade, wer kommt denn noch? Einen weiß ich, der kommt relativ spät. Jetzt kommt einer, weil wir jetzt zur Schatzkammer müssen. Und wir hatten den hier. Waren das die letzten? Ist das die letzten drei? Schauen wir mal. Wir noch drei. Ja, Tatsache. Dann schnappen wir uns jetzt speichern. Krass, dann sind wir gleich durch. Mega geil. Sieht aus wie ein Hebel, mit dem können wir nichts machen. Okay, das hätten wir. Jetzt kommt die Schatzkammer. Und dann kommt schon der Glockenturm. Heißt er so? Ich glaube ja. So, wir müssen jetzt Eingangshalle. Genau, und dann nach links. War auch schwierig zu sehen. Wir sind nämlich schon vorbeigelaufen an der Tür zur Schatzkammer. Danke. Ja, da sind wir nämlich schon einmal vorbeigelaufen. Wie gesagt, ist aber schwierig zu sehen, wenn man nicht 100% drauf achtet. Glaube ich zumindest. Wir sehen es ja gleich. So, müssen wir mal hier lang. Und zwar... Ja gut, einmal runter noch. Ja, okay, man sieht es ein bisschen so hier links nämlich. Da ist nämlich die Schatzkammer. Hier haben wir ein kleines Rätsel. Erstmal ein Drawpunkt. Und zwar müssen alle Särge, ich glaube, geöffnet sein. So, wir machen das. Und das. Auch hier schauen, was wir drawen können. Vielleicht haben wir noch irgendwas Geiles. Das Donnerelement, jawohl. Alles, was du sagst. Oh, Meteor. Das müssen wir uns eigentlich auch noch gönnen. Auch ein guter Zauber, den wir nicht besitzen. Alle wieder Full Life. Ah, das ist entspannt. Okay, Squad ist fertig. Ist ja genauso, dementsprechend sollte eigentlich Renoir jetzt auch demnächst durch sein. Ah, okay. Sie brauchen ein bisschen. Immer noch. Sie droht halt jedes Mal 5. Okay, nice, haben wir. Ah, sie hat noch 3 Aura. Ist nicht so geil. Wie viel hat Xell noch? 3. Ah, die haben nicht mehr so viel. Muss von Squall auf jeden Fall die restliche Aura wegnehmen. Und das wird auf jeden Fall die Aura noch aus Items.
Also aus Aura-Stein, wenn wir überhaupt welche haben. Dass wir die auch noch wegnehmen. Wobei ich darauf nicht zu 100% angewiesen bin, aber verkehrt wäre es zumindest nicht. Meteor. Und das war's. Sehr gut. Okay, wir nehmen jetzt Befehls-Abilities. Sehr gut, da wollten wir nichts machen. Den haben wir auch. Jetzt müssen wir zur Kapelle. Da waren wir einmal kurz. Da stand nämlich eine Orgel. Die werden wir jetzt benutzen. Ich muss gerade selbst überlegen, wie kommen wir da nochmal hin? Ich muss Bildergalerie, ne? Hinter der Bildergalerie, am Brunnen vorbei, dann kommt die Kapelle. Ja, genau, ja. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Boss. Zumindest das letzte Siegel. Ach ja, mit Aura. Darf ich nicht vergessen, verdammt. Ability. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage, welche Wandler wir nehmen. Ah, alles blöd. Nein, nein. Habe ich überhaupt Aura-Steine? Das ist natürlich die nächste Frage. Holy-Stein habe ich. Den ich nicht mehr brauche. Da ist ein Meteorstein. Da, Aura-Stein. 4 Stück. Da. Das ist natürlich nicht so geil. Dann bekommt 2, Renoir 2, dann muss ich die von Xel, von Squall noch wegnehmen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch irgendwie an Aura komme, groß, ne? Dann Michelle, Anti-Z, da. Kampfbrocken noch. Alles, was mir irgendwie Aura bringt, wird jetzt noch umgewandelt. Nicht mehr viel. Okay, nee, das sollte aber. Das sollte aber reichen. Ich wusste, ich bin falsch. Fucking Ding ist nämlich unter der. Wie heißt's? Unter. Kronleuchter. Ich wusste, dass ich mindestens einmal hart falsch laufe. Okay, Kronleuchter-Action. Einmal wieder runterfallen lassen, dann durch die Tür. Dann sollten wir beim Brunnen sein. Genau, dann wir gehen jetzt in die Kapelle. Dort gibt es ein kleines Rätsel, sage ich mal, oder eine kleinere Aufgabe zu tun. Die wir jetzt noch machen, die ist kein Muss, aber die, warum soll ich es nicht mitnehmen, wenn ich schon da bin? Bevor wir dann zum letzten Boss übergehen. Will ich nicht. Und zwar gehen wir jetzt nämlich zur Orgel, die im Hintergrund steht.
Da muss ich nichts Besonderes machen, einfach nur alle Tasten drücken. So, und den Ton halten. Okay. Hoffen wir mal, dass es funktioniert hat, ansonsten muss ich nochmal wiederkommen. Das die ganze Zeit machen. So, wenn man das getan hat, dann läuft man hier nämlich rechts lang. Erstmal, dass wir jetzt da lang gehen. Und das Gitter sollte offen sein. Tada! Normalerweise hier ein Gittertor. Wow, ich dachte eben, ich komme hier nicht entlang. So, das Wasser hatten wir abgelassen. Schnappen wir uns einmal den da. Und haben einen Rosetta-Stein. Ich glaube, hier lang müsste ich gar nicht, ne? Das ist komplett unnötig gerade. Ja, dadurch sind wir hier. Aber da müssen wir nicht mehr hin. So, wir haben einen Rosetta-Stein. Bedeutet, wir können einer GF noch eine Vierfach-Ability geben, so wie wir es hier haben. Und hier auch schon besitzen, das heißt, Xel ist der Einzige, der noch fehlt. Das ist not bad. Xel. Eine GF, die Xel besitzt. Shiva. Shiva, Shiva, Shiva. Ich kann Items nicht benutzen. Wir müssen nach dem nächsten Boss machen. Shiva, okay, nicht vergessen. Wunderbar. Das heißt, wir dürfen jetzt einmal hier rechts entlang weiter. Also hier oben. Hier waren wir einmal kurz. Da war ja die wackelige Brücke. Da haben wir uns den Schlüssel geschnappt. Wir werden jetzt den letzten Boss bekämpfen. Zumindest den letzten Siegelboss. Das ist im Übrigen auch der Weg, der zum Ende führt, also zu Artemisia. Allerdings werden wir jetzt erstmal kurz einen Abstecher machen, und zwar nutzen wir nämlich dieses Pendel hier. Ah, schade. Zack, um einmal hier rüber zu kommen. Und hier haben wir den letzten Boss, Tiamat. Wie man unschwer erkennen kann, sieht er aus wie Bahamut. Ist aber nicht ganz so einer, ne? Aber ja, nicht gerade, auch nicht einer der einfachsten ist. Wir machen auch wieder wie gewohnt Aura Squall und dann Multi. Ganz simpel. Wobei, wir schauen erstmal, was wir drawen können. Ich werde beglücken, wir bekommen ja Aura von ihm. Damit wir davon noch gerne ein paar schnappen. Aber wir bekommen nur Flair. Gut. Shit. Oh, er lebt noch. Unlucky. Unlucky für ihn. Oh, come on. Ein Hit. Gut. Das waren alle Siegel. Sehr, sehr nice.
Wunderbar. Schnappen wir uns natürlich den letzten Punkt, Item. So, jetzt nicht vergessen, erstmal Vergissmein nicht. Für Shiva. Damit wir jetzt den Rosetta-Stein reinknallen können. Wo ist er denn gelandet? Gute Frage, ne? Da. Auf Shiva. Koppeln, Xel Ability und wir geben ihm... Was geben wir ihm denn? Noch, lustigerweise. Sowas wie Geist. Geist und Körper sind halt noch geil. Das war uninteressant. Nice, okay, wir haben alle... alle Siegel gebrochen. Gehen nach unten, können speichern. Und dann wird auch die Folge hier an der Stelle beendet. Beim nächsten Mal heißt es dann auf jeden Fall Artemisia. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge das Spiel beenden tatsächlich. Wir werden gegen Artemisia kämpfen. Und werden noch einen optionalen Boss machen. Der auch sehr, sehr spannend wird. Es gibt mehrere Methoden. Ich überlege, ob ich euch einfach die mega, super, giga einfache Methode zeige. Für beide Fälle. Also sowohl Artemisia als auch für den optionalen Boss, den wir machen. Einfach spaßeshalber, weil ich es im Livestream so nicht gemacht habe. Also da habe ich ganz normal gegen die gekämpft, gegen beide. Und ich glaube hier, ich kann es ja zeigen. Ich meine, machen muss es keiner letztendlich. Und das ist die super einfache Variante. Aber es funktioniert auch, wenn man es nicht so macht. Ja, ist ja ganz klar. Aber es ist einfach nur, um es halt eben mal gezeigt zu haben. Ich finde das immer recht spannend, wenn man halt noch andere Ansätze oder Methoden sieht. Oder halt auch mal was Einfaches sieht. Und nicht immer nur die starke oder die schwere, krasse Variante. Ja, muss nicht immer sein. Das sieht ganz okay aus. Gut. Dann beende ich hier die Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Ansonsten checkt doch bitte die Links in der Videobeschreibung. Einmal zu meinem Twitter-Account. Da poste ich jeden Tag, wenn und wann mein Livestream online geht. Und ein Link zu meinem Livestream, denn ich streame mittlerweile täglich ab 18 Uhr. Und würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Ansonsten war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!